Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Ja, wir schauen mal wieder, was gibt's heute so an Daily Shop News und Combo Masteries. Wir haben hier den Mythic Doctor Zoidberg in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Er ist ziemlich geil, aber die Schatulle finde ich ziemlich schrottig. So, dann haben wir hier die Meatman Tire Box. Und die ist natürlich schon ziemlich nice, ne? Aber ich bin jetzt nicht ganz so begeistert von dem Kunst-BGE. Beziehungsweise von den Kunst-Kombos. Und insofern, ja, ist ein bisschen schwierig. Also, auf jeden Fall kriegt man bei der Meatman Tire Box für 700 Gems etwas mehr raus als bei einem Sonderangebot bei einer normalen Box. Aber müsst ihr selbst wissen, was euch besser gefallen wird. Hier haben wir den Mythic Bobby mit Benders Clowns, Cristobals Gemälde, Peters Drawing und Lois Griffin. So, dann haben wir hier die Mac Griffin. Edelsteine Craft. Ja, Mac ist auf jeden Fall ein bisschen besser als Francine. Also, was heißt ein bisschen? Deutlich besser als Francine. Ja, es wurde die Frage zwischendrin gestellt, warum mag ich Francine nicht? Und wir können ja gleich mal Folgendes machen. Ich werde hier auch dann nochmal die Francine mal mit reinnehmen. Dann gucken wir uns mal die nochmal kurz an. Aber die Frage kam gleich mehrfach, deswegen. Also, warum mag ich Francine nicht? Zeige ich euch jetzt. So, was ist denn das jetzt gerade? Ich blick gerade überhaupt nicht durch hier. Ich blick gerade gar nicht durch. So, Herr gleich total verwirrt. So, also hier haben wir die Francine. Also, normalerweise hast du mit den ganzen Schule-Karten schon relativ geile Kombos. Hier diese Guidance Counselor ist okay, ist aber jetzt nicht der Oberbringer. Also da fängt es schon mal an. Dann haben wir also für Schule relativ schwach, sage ich mal, wenn man andere Kombos damit vergleicht. So, dann gehen wir weiter runter. Hier, okay, diese 6 Punty Come, die ist ganz okay mit Punch und mit Revanche und mit einer Bombe. So, wir können das Ganze auch gerne mal jetzt hier maxen, damit wir die richtigen Werte sehen. Maxed out. So, das war das hier. Dann haben wir hier eine Tennis-Francine, die ist richtig schrottig. So, wieder bei 6 Pun T-Cum. Painter Francine, okay, hat Revanche, aber die Combo ist auch nicht wirklich interessant. Becky ist Schrott, nur wegen Cripple. Dann haben wir hier Summer Lovin, okay, Summer Lovin hat relativ viel Gas, aber ganz ehrlich, ja, und das Schild für alle, aber ganz ehrlich, da gibt es andere Karten, die mehr Gasattacke haben und dafür geilere Effekte. Okay, Opera Francine mit 23 Punch ist ganz nice, aber jetzt hier Nun Francine. Nun Peggy ist geil, Nun Francine. Okay, alle heilen, aber Groupie Francine, Schrott. Stewardess Francine, Schrott. Rich Francine, Schrott. Swordfighter Francine, Schrott. Soda Chuggin Francine, Schrott. Das Problem ist, Shots Francine, Schrott. Roach Coach Francine, Schrott. Flying Dream Sequence, Schrott. Motocross, noch viel schlimmer, da kommt ja gar nichts mehr bei raus. Schrott. Also wegen zwei oder maximal drei einigermaßen erträglichen Kombos, ja,
Oder so semi-guten Kombos kann ich nicht sagen, dass Francine auch nur ansatzweise für irgendwas zu gebrauchen ist. Das Ding ist Nonsens. Also Francine braucht kein Mensch. Man sieht es jetzt, wenn man die ganzen Kombos mal durchgeht, also das lohnt sich überhaupt nicht. So, dann wären wir hiermit erstmal soweit durch, um diese Frage mal geklärt zu haben. Warum mag der Herr Gleich Francine nicht? Wir hatten das Ganze ja schon mal mit einem Klaus gehabt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die Kombos vom Klaus sogar noch besser als die von der Francine. Also, nur mal by the way. Ja, dann sind wir auch hier eigentlich schon durch. Diese Screen Repairer Box gibt es ja noch. Und die ist eigentlich relativ nice, ja. Screen Repairer. Graph Community College, Dr. Benjo, Quahog Preschool, Mac Griffin und Steve Smith. Die ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ja. Schwer zu sagen. So, dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Dann haben wir hier als allererstes Bar Trivia. Und Bar Trivia ist folgendes. Schauen wir uns mal an. Bar Trivia ist das hier. So, oh. Habe ich das jetzt einfach die ganze Zeit drin gehabt noch? Ich war vielleicht da nicht ganz so gut. Jetzt mal klicke ich mich auch noch weg. Okay. Habe ich. Egal. Also, die anderen Boxen habe ich alle schon mal vorgestellt. Insofern ist es jetzt nicht ganz so schlimm. So, Bar Trivia, da haben wir die Linda. Dann haben wir hier Linda mit Drunk-Karten. Und das ganze Ding hier maxen. Dann schauen wir uns mal das an. Dann haben wir hier unten Linda Belcher, zum Beispiel mit Jellybean-Schnaps. Hier haben wir relativ viel Craze. Dann haben wir noch diese Leben, die mit hinzugefügt werden, wenn eine weitere Combo gespielt wird. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Trivia, wenn man die weiter hinten spielen kann, ist das nice. Wenn man es am Anfang spielen kann, okay, dann muss man eben Combos spielen unter Umständen, um die dann wieder hochzuheilen. Ne? Ist nicht die schlechteste Combo, die es gibt. Also Bar Trivia, aber 500 Gems für diese Combo braucht man nicht lange drüber nachzudenken, ist, denke ich, absolut überflüssig. So, dann sind wir bei der nächsten Combo, das ist der Bildoser. Und der Bildoser ist natürlich schon eine etwas andere Hausnummer. Ja. Schauen wir uns den Bildoser mal an. Der Bildoser ist folgendes. Das da ist es nicht. Bin ich irgendwie zu weit oben. Das hier ist es. Bildoser. Bill. Daughtery. Machen wir mal maxed out. Sportkarten. Hier zum Beispiel mit der Tomland. Oh ja, Sportkarten. Sorry. Mit Schulekarten. Kommt hinten eine Sportkarte raus, aber auch Schule. Tom Landry Middle School. Dann haben wir hier eine Mauer. Dann haben wir hier auch Grace, Schild. 27-fach Angriff. 59 Leben. Und eben die 23er Mauer. Hier mit der James Woods High School, die ein bisschen schwächer ist. 22 Angriff, 64 Leben, 21 Mauer, 10-fach Craze. Mit Flag Football sieht's auch nicht schlecht aus. Also der Bildoser ist auf jeden Fall eine ganz gute Karte, aber für 500 Gems, auch da wiederum lohnt sich's jetzt nicht. So, dann gehen wir zur nächsten Combo. Jetzt, die habe ich eben gerade versehentlich schon. Ich merke, es ein bisschen. Heute bin ich ein bisschen unkoordiniert. Sorry dafür. Hier haben wir den Kleptobänder. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Kleptobänder
Ist das hier, ist ein Bänder, auch da am besten wieder maxen. Und da kommt eine relativ defensive Combo bei raus. Dann haben wir nämlich 16-fach Hijack, eine Mauer und Schild für alle. Allerdings ist das jetzt hier ein tatsächlich uneingeschränktes Schild für alle. Bedeutet also, dass es jetzt nicht rein auf die Serie oder sowas geht oder auf die Art der Karte, sondern tatsächlich komplett für alle 12er Schild. Und das ist natürlich schon geil, wenn man das sieht. Also 12-fach Schild für alle ist nicht das Allerschlechteste. Also das ist schon nice. Dafür hast du dann noch Hijack. Alter, Fall, wenn man das hier sieht, ne? In der Mythic-Version. Also Kleptobänder auf jeden Fall eine gute Combo. Ich gehe ja mit meinen Stones immer auf die First Hits. Ja, und deswegen werde ich mir die auf keinen, also jetzt nicht holen. Definitiv nicht. Möchte ich lieber dann andere Combos haben. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nö, möchte ich haben. Ja, dann haben wir hier zu allerletzt noch das Seidenäffchen. Ja, also hier dieses Delivery Marmoset. Und dann schauen wir uns das Ding mal an, was das so kann. Das ist einmal eine Amy mit Kostümkarten. Ich glaube, ja, komm, wir maxen es trotzdem mal. Brauchen wir jetzt nicht wirklich, weil das, was da hinten bei rauskommt, ist jetzt nicht sehr toll. Wird einfach der Angriff erhöht, wenn eine weitere Combo gespielt wird. Ja. Einzige legendäre Version ist hier mit Rogers Kleiderschrank. Klar, wenn eine Combo gespielt wird, dann hat das Ding hier halt schon gleich mal 43 Angriff, 70 Leben, aber so besonders toll ist das jetzt nicht. Ja. Also, ich würde mir das auf keinen Fall, aber ich kann auf keinen Fall für Steine ausgeben. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo, einen Kommentar und ein Like freuen. Ja. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.